Bitte willkommen auf meinem Kanal. Und zwar geht es um ein Thema, über den niemand spricht. Ja, ich glaube, nicht alle sprechen über so ein Thema. Und zwar geht es ja um neidische Menschen. Ja, Neider sind von innen halt. Mal sagen, was ist eigentlich Neid? Neid ist eigentlich so eine Art Eifersucht. Ja, das ist so eine Art von Hass, von Missgunst. Ja, jeder ist von uns ab und zu neidisch. Ja, lasst mir mal eins sagen: Es gibt gesunden Neid und ungesunder Neid. Ja, gesunder Neid ist, dass es mich antreibt, auch etwas im Leben zu erreichen. Dass es mich auch dazu treibt, dass ich irgendwas erreichen will. Ich will so sein wie die andere Person. Ich möchte auch erfolgreich im Leben sein. Nur, wie kann ich es schaffen, dass ich zum Beispiel einen Körper bekomme? Was tut man natürlich? Und natürlich, dass man ins Fitnessstudio geht, dass man ins Gym geht und dadurch zieht, dass man einen Körper hat, um erfolgreich zu werden. Ja, das ist zum Beispiel gesunder Neid, dass man auch Menschen noch hochschaut und sie als Vorbild ansieht. Ja, und ungesunder Neid ist zum Beispiel, was Narzissten zum Beispiel tun, aber auch was andere Menschen tun mit wenig Empathie. Ganz ehrlich, wenn ich das nicht haben darf, soll die andere Person es auch nicht haben. Das ist zum Beispiel Neid. Das ist zum Beispiel Neid, Neid. Das ist wirklich Neid und Missgunst. Da ist noch etwas Bösartiges im Spiel. Ja, das sind so Menschen, von denen würde ich euch abraten. Haltet euch von solchen Menschen fern. Die sind toxisch, narzisstisch, die können sehr gefährlich werden. Ja, in Beziehung mit euch zeigen sie auch gerne ihr wahres Gesicht. Das sind Menschen, die sind dann eifersüchtig, die sagen dann, setzt ihr euch verletzen, die sind dann passiv-aggressiv. Dann mal sind die so, du sollst nicht über den stehen, die sollen über dich stehen. Und so ist es halt so, manchmal, ja, von innen, aber dann sind sie zerbrechlich. Von innen haben sie so ein Selbstbild, so ein verzerrtes Selbstbild, so eine kaputte und verdrehte und verzerrte Wahrnehmung. So eine Realität, weil sie leben ja in ihrer Welt. Weil so wie sie die halt die Welt wahrnehmen, nehmen sie halt die Welt halt so wahr. Ja? Alle anderen Menschen sind für neidische Menschen halt Objekte. Ja? Objekte und Konkurrenz. Das heißt, du bist meine Konkurrenz. Ich muss immer das beste Auto haben, ich muss immer die schönste Kleidung haben, das schönste Haus haben, die beste Wohnung, das beste Haus, ja, den besten Freund, die beste Freundin, den besten Ehemann, die beste Ehefrau, ja, die besten Kinder. Ich muss immer alles haben, alles muss perfekt im Leben sein. Aber immer stimmt da nicht. Weil von innen bin ich immer noch zerbrechlich, von innen ich Angst. Von innen haben Menschen mit Neid und damit hohem Neid ein schwaches Selbstwertgefühl. Ein schwaches Selbstvertrauen, ein schwaches Selbstbewusstsein. Sowas haben die nicht. Ja? Und das sind auch Narzissten, ja. Und wenn ihr gerade mit Narzissten in Beziehung seid, dann merkt ihr, Narzissten sind dann zum Beispiel extrem neidisch. Man sagt ja auch zum Beispiel narzisstischer Neid. Das heißt, wenn der Narzisst dich heute jetzt richtig lachen sieht, wird er sagen, ach so, ich bin irgendwie nie richtig glücklich. Also darfst du auch nicht glücklich sein. Also wird der Narzisst dich kaputt machen, dich da machen und dich herabschauen. Das tun auch neidische Menschen. Das machen die auch teilweise. Ja, sie sind dann toxisch. Ja, weil die haben immer so dieses, dem wurde nie beigebracht, dem wurde nicht so viel Liebe gegeben, dem wurde nie so richtig dieses Miteinander, füreinander, dem wurde nie beigebracht, wie du dich selber pushen kannst. Ja, das haben die nie bekommen. Ja, die wurden auch ein bisschen traumatisiert. Ja, die hatten nie das, was die haben. Ja, und das sorgt dafür, dass sie halt dann andere als eine Art, du bist eine Gefahr für mich, du bist eine Konkurrenz. Ja, und solche Menschen können andere Menschen zerstören. Ja, wenn die sehen, die geht es gut, die werden dich zerstören. Die werden sagen, ey, wenn es denen schlecht geht, geht es mir gut. Aber wenn es dir gut geht, geht es denen schlecht. Ja, wir müssen alle überlegen,
Weil jeder von uns ist neidisch. Jeder von uns hat Neid. Es gibt gesunden Egoismus und ungesunder Egoismus. Dann gibt es gesunden Neid und ungesunder Neid. Das gibt's alles. Das gibt's ja auch. Aber solche Menschen, die dann richtig manipulieren, die dann, ich möchte überall stehen, möchte in dieser Führungsposition sein und alle anderen dominieren. Ja, wenn du das tust und alle anderen herabsetzt, kannst du sehr schnell deinen Job verlieren. Das machen viele. Ja. Darum würde ich sagen, Leute, pass auf, dass ihr nicht so oft mit neidischen und eifersüchtigen Menschen in Kontakt treten. Und ich will mal sagen, Leute, dass ihr aufpasst, mit wem ihr in Kontakt tretet. Denn heutzutage ist jeder in Survivor-Modus, im Survival-Mode. Jeder ist im Überlebensmodus. Okay? Auch gerade in schwierigen Zeiten. Da würde ich mal sagen, Leute, wenn euch das gefallen hat, dann würde ich mich auf einen Like freuen. Ja, würde ich mal sagen, Leute. Bis zum nächsten Mal.